Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder einschaltet zu einer weiteren Folge Medieval Dynasty mit eurem Erik Vikingsson und mit unserem Ragnar. Die Aufmerksamen von euch werden es schon gesehen haben. Ich habe einen Tag übersprungen, genau. Ich habe Material gefarmt und möchte mit euch heute den Jäger, also die Jagdhütte an den Start bringen. Denn unser Theo da drüben, der hat gesagt, du pass auf, jeden Tag zu fegen ist ja ganz schön, aber ich möchte auch was Produktives tun. Und er möchte seiner Angebeteten, ist ja noch nicht seine Frau, aber vielleicht irgendwann, nachtun. Denn die produziert richtig fleißig. Hier, da steht er übrigens. Theo, mein Großer, heute kriegst du deine Jägerei. Ich freue mich drauf. Wenn wir mal in die Truhe gucken, guckt euch das an. Bretter sind da, Brennholz ist da. Hier draußen liegen Stämme, die ich aber nicht aufnehmen kann. Ich glaube, das liegt erst daran, weil... Oder sie muss erst das machen, was wir ihr gesagt haben, richtig? Lass mich mal kurz gucken. Bis mit den Holzstämmen funktioniert, so irgendwie nicht. Gesamt macht sie ein. Wir müssen mal gucken. Also wir haben da jetzt noch keinen drinne. Vielleicht müssen wir das ein bisschen nach oben machen. Bis wir jetzt sagen, okay, pass auf, Bretter, machst du mir bitte nur 3. Hier machst du mir nur 4. Und den Rest machst du mir bitte 16 davon. Bestätigen. Mal gucken, ob wir das jetzt hinkriegen. Schauen wir mal. Ansonsten, ich habe jetzt alles gemacht. Materiallager. Ich will mal gucken, ob wir es von hier sehen. Möchte ich zwischen diese Ahornbäume machen. Guckt euch das an. Das sieht einfach so geil aus dort. Ich habe den Weg jetzt auch schon verlängert. Und hier drüben kommt die Jägerhütte hin. Ich habe jetzt Material gestern zusammengefarmt ohne Ende. Der Ragnar natürlich auch. Der war mit dabei. Der hat richtig abgekotzt. Schauen wir mal, ob wir heute alles dafür bekommen, was wir brauchen. So, hier brauchen wir dann noch Stöcke. Die habe ich ja auch hier irgendwo liegen. Da liegen sie. 34 und nochmal 37. Dann machen wir das Ganze von hier. Verändern können wir das so nicht. So, ich habe aber am meisten, meiner Meinung nach, alles zusammengefarmt, was wir da brauchen. Wenn jetzt natürlich noch einer fehlt, weil ich hier oben wieder was irgendwie vergessen habe. Wo ist denn das Stroh? Hatte ich nicht auch Stroh hier hingelegt? Okay. Ich war felsenfest der Meinung, ich habe Stroh hingelegt. So. 1, 2, 3. Da habe ich die Stöcke. Hier hat es gereicht, aber es fehlt uns das Stroh. Ich war in der Meinung, ich habe das hingelegt. Wie viel fehlt uns denn da? 16, 32 Stroh. Das sollte man doch schnell hinkriegen hier. Dann habe ich es bestimmt drüben hingelegt. Und wir haben drüben ohne Ende Stroh. Aber damit ist dann die Jägerhütte fertig. Und das ist für mich ein ganz großes Anliegen. Denn der gute Ragnar und auch die Jungs und Mädels, die jetzt schon im Dorf sind, der Theo und ihr und seine Holde, die haben nichts mehr zu essen jetzt dann. Und wir bringen natürlich dann heute auch noch die Federn zum Derwan und gucken dann mal, was da drüben... Mit den, ja. Mit den Krugkriminellen so abgeht. So, das sollte dann reichen, damit er dann hier an die Arbeit gehen kann, unser Theo. Boah, diese Geräusche sind so gut. So, Bau abgeschlossen. Da liegt's. Da liegt's! Das gibt's doch gar nicht. So, dann gehen wir in die Verwaltung. Also, arbeiten tut hier. Der gute Theo, das ist seine Leidenschaft. Er braucht ein Messer. Das wird er kriegen. Dann müssen wir natürlich in die Zuweisung. Können wir die auch hier machen? Nee. In die Zuweisung. Ich möchte bitte, dass du Fleisch holst und Trockenfleisch machst. Eventuell ein bisschen Leder, Federn auf keinen Fall. So, dann machen wir F. Warte mal. C. Dann haben wir das drin. So, ich möchte, dass du auf jeden Fall... Das hier oben verschieben? Nee. Es soll schon... Ich sag jetzt mal, wenn er hier 80 macht, hier... Wir machen dann mal hier 75, dann hier 15. Nee, 20. Und hier die letzten 5. Der nur 3 Fleisch.
Na, dann aber ein Leder machen soll. Macht ein Trockenfleisch. Müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Das ist mir fast schon zu wenig. Ist der da nur eins? So, da sind wir jetzt hier auf 1. Den Rest kriegen wir hier oben drauf. So. Bestätigen. Dann braucht ihr hier drin ein Messer. Kupfermesser können wir dir eins herstellen, großer. Mehrere herstellen. Ja, dann mach gleich mal 5. Dann kriegt er seine Steinmesser hier rein. Wir brauchen auch noch einen Hammer brauchen. Sehe ich gerade. So, dann kriegt er auf jeden Fall seine Messer hier rein. Die 5 Steinmesser. Dann hat er das auch und dann kann das hier eigentlich losgehen. Was hätten wir denn hier? Einen Bogen. Da müssten wir bezahlen. 100. Die haben wir aber auf jeden Fall da. Dann würde ich das Schema kaufen. Da brauchen wir einen Stock und Leinengarn. Okay. Und wir müssen natürlich die Steinpfeile kaufen. Du bist richtig. Er geht auf jeden Fall gleich los. Dann kaufen wir uns das Schema auch schon und da brauchen wir noch Federn. Dann hätten wir das Leinengarn. Müssen wir mal gucken, ob wir das nicht sogar finden können irgendwo. So, wir brauchen jetzt definitiv noch einen Hammer. Und dann gucken wir mal, wie er sich da genau einspielt. Der geht auf jeden Fall los. So, dann würde ich ihm aber definitiv hier noch einen Weg ziehen. So, dann geht er darüber. Kommt dann hier vor. Oh, die ist so fleißig. So, dann haben wir hier den Weg. Und das wird dann das Grundstück von den beiden. Sieht gut aus. Vielleicht mache ich dann Zäune hin oder so. Müssen wir mal gucken. Bis jetzt haben wir es erstmal. Das sieht in Ordnung aus. Gut, dann gehen wir jetzt an das Materiallager, denn das werden wir definitiv brauchen. Schauen wir mal, dass wir das hinkriegen. Jetzt haben wir hier 13 von denen. Dann ist das schon mal zu. Wir werden einiges brauchen. Ich hoffe, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt reicht, alles, was ich hier habe. So, dann haben wir das. Ich hoffe jetzt nicht, dass du noch laufen kannst. Ne? Kommst du da dran? Oh, dass ich noch laufen kann, wäre cool. Der Hammer ist durch, aber ich komme, glaube ich, hier noch dran. Kann immer noch nicht laufen. Gucken, ob ich irgendwas noch erreiche. Nee. Gut, dann schmeiß jetzt mal raus. Dann schmeiß doch mal bitte raus jetzt die Hälfte. Immer noch überladen. Vielleicht sogar die ganzen Steine. So, jetzt laufen? Ja. Ich denke mal, wir werden noch mal Stämme holen müssen. Mal 21 Stücke. Okay, für hier bin ich eigentlich safe. Was fehlt mir jetzt hier oben noch? Stöcke 1. Oder nimm das mal bitte. Okay, kann immer noch nicht laufen, ist das krass. Ja, es sind viele Stöcke, ne? Da habe ich auf jeden Fall genug geholt. So, da haben wir die Stöcke. Da sind Stöcke drin. Und hier, da brauchen wir 1, 2. 4, 5. Dann brauchen wir noch 5 Baumstämme. Schmeiße ich das jetzt noch raus. Dann schmeißen wir die Steine noch raus. Und das Stroh noch raus. Und dann haben wir unser Materiallager auf jeden Fall fertig. So,
5 Baumstämme. Komm, die holen wir uns jetzt da drüben. So, noch eine Axt einstecken. Sehr gut. Das Schöne ist, sie nehmen sich dann eigentlich alles aus dem Materiallager raus und tun dann, glaube ich, alles in das Materiallager rein. Das heißt, wir können da erstmal Messer reinpacken und auch nochmal ein paar Äxte reinpacken. Dann werden wir das auf jeden Fall erstmal bauen. Werden dann den ganzen Kram, den wir bei uns drin haben, rausnehmen. Dass wir bei uns nur wichtige Gegenstände drin haben. Dann haben wir da auf jeden Fall schon mal was für die Produktion jetzt den nächsten ansteht. Da weiß ich jetzt noch nicht, was wir da unbedingt brauchen. Wir haben jetzt den Jäger. Wir haben jetzt hier unser Materiallager. Steht mega schön vor allen Dingen. Das steht echt schön da. So. Dann sollten wir das doch hier jetzt abschließen können. Zack. Und zack. Materiallager fertig. Richtig cool. So, dann packen wir das nämlich, gehen wir mal hier rein. Alles, was mit Material zu tun hat. Warte mal, die Federn abbrechen bitte. Weil die brauchen wir jetzt gleich dann noch. Steine schon mal rüber, Stöcke schon mal rüber. Und auch die anderen Sachen rüber. Dann haben wir hier nochmal Steine. Ist hier noch irgendwas, was vielleicht hier liegt? Was ich jetzt so noch nicht entdeckt habe. Sehr gut. Dann gehen die Steine auch noch rüber. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal einiges da. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt nach Hause. Trink dir, hol dir mal was zu trinken. Und ihr seht schon, er hat einen Megadurst. Mal gucken, ob ich Volgan schon gefunden habe. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Wir gehen dann drüben auf jeden Fall jetzt in die Verwaltung nochmal rein. Fähigkeiten, ach, da habe ich auch wieder was freigeschalten. Ja, weil ich viel gearbeitet habe. So, dann machen wir hier die Kenntnisse, den letzten Punkt rein. Dann habe ich sogar noch einen. Dann würde ich reingehen, stark wie eine Eiche, mehr Gesundheit. Das werden wir auf jeden Fall brauchen. Und dann hier handwerkliches Können. Aber auch zwei gehen wir einmal hier. Beim Baumeister. Die Hämmer gehen weniger kaputt. Nein, die Hämmer rein, wir werden nochmal viel bauen müssen. Ansonsten sieht es doch in der Verwaltung gar nicht mal schlecht aus, oder? Da ist es die Jagdhütte. Und was haben wir da? Ist kein Material dafür. Das geht er ja jetzt holen. Technologie sind wir jetzt beim einfachen Haus angekommen. Die Kräuterhütte könnten wir bauen. Da sind wir noch gar nicht. Was müsste man da machen? Da müssen wir Felder anlegen. Ja, da haben wir noch keine Samen gefunden. Und hier haben wir die Werkstatt. Die könnten wir sogar auch schon bauen. Um Eimer herstellen zu können. Die Werkstatt weiß ich aber noch nicht, wo ich sie genau stehen haben möchte. Da würde ich jetzt gerne erst nochmal warten. Wir gehen jetzt erstmal los und holen jetzt erstmal die Federn hier. So, bam. Ach stimmt, und den Bogen haben wir ja schon. Da können wir sogar Pfeile bauen. Haben wir unseren Bogen schon? Das habe ich ja ganz vergessen. Federn. War das Federn, Stein und Stöcke, ne? Komm mal her. Dann lass uns doch gleich schon mal ein paar Pfeile bauen. Uns vielleicht eventuell sogar verteidigt kriegen. Weil ich habe hier oben nochmal ein Camp gesehen. Das würde ich nochmal mit euch angucken wollen. Ich habe 100 Federn. 64, wow, das heißt, ich kann 40 Federn verwenden. Dann gehen wir mal gucken. Hier liegt ja auf jeden Fall genug rum. Dann müssen wir uns jetzt nur schnell den Bogen wieder draufsetzen. Auf die 3. So, mehr herstellen. Jeweils an den Stöcken liegt. Dann müsste ich jetzt nochmal 1, nochmal 11 Stöcke holen. Dann hätte ich überfällig, glaube ich, 40 Pfeile, ne? Der mich erschreckt gerade.
Steine gesammelt habe, weiß ich gerade gar nicht. Wegen Steinschallen. So, das müsste reichen. Jagdgebiet Wiesent. Jetzt haben wir es endlich entdeckt, okay. So, mehr herstellen. 3. Ja, komm, da macht 30. Das müssten dann 30 Pfeile sein. Richtig, 30 Steinpfeile. Sehr schön. Wo hast du denn die Steinpfeile hier? Dann haben wir 30 Steinpfeile. Und wir haben noch 72 von den Federn. So, jetzt gab es hier oben, habe ich gesehen. Der jagt da gerade hinten. Natürlich ein super... Guck mal, da kommt auf jeden Fall ein Lager. Hast du getroffen? Du machst es schon. So, nehmen wir auf jeden Fall mal hier. Hier ist Gott sei Dank nichts. Die Steine nehmen wir auf jeden Fall mit. Was wir haben, brauchen wir später nicht suchen oder müssen wir drauf warten? Leder, guckt euch das an. Und Bogen. 21%, aber hey, haben oder nicht Salzfleisch? Ja, hallo? So, Bier. Dann gehen wir gleich nochmal gucken, was wir noch verkaufen können. Den Apfel. Und dann haben wir nochmal Salz. Das ist natürlich auch super. Riecht hier noch irgendwas rum? Mir da noch nicht so ganz sicher, ob ich alles gefunden habe. Guck mal hier. Da haben wir eine Kaninchenfalle, die wir jetzt scharf machen können. Vielleicht kriegt man ein Kaninchen. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Ich glaube, ansonsten haben wir, steckt hier vielleicht noch irgendwo ein Messer. Nö. Gut. Dann bringen wir den Kram jetzt schnell rüber ins Materiallager, was wir jetzt noch so hatten. Da hat er eins erlegt. Gucken wir an. Unser Jagdman, unser Jäger, der Theo. Sehr, sehr schön. Jawohl, nimm es ruhig aus. Ah, es ist herrlich, wenn es funktioniert. Ich bin so happy. Richtig gut. So, bei den Wiesensen müssen wir natürlich dann aufpassen. Aber bis jetzt sieht es ja schon mal ganz gut aus. So, die Federn. 10 Stück können wir rüber tun. Ne, 64 brauchen wir. Komm, lass das, brech das ab. Das Leder kannst du rüberpacken. Die Steine können wieder rüber. Die Stöcke können wir rüberpacken. Holzstamm haben wir jetzt auch 5. Ich weiß nicht, ob sie das schon rübergepackt hat oder nicht. Brennholz ist auch da. Ja, sie packen es jetzt auf jeden Fall rüber. Das ist sehr cool. Haben wir jetzt noch irgendwas, was da jetzt eventuell noch mit rein müsste? Met und so weiter werden wir verkaufen. Das Salzfleisch werde ich jetzt essen. Die Säckchen können darüber. Wegwarte Weizen hier. So, dann holen wir unser Material. Komm her, dann ess dann gleich mal was. Minus Wasser. Aber das ist nicht schlimm. Und den Apfel. Und Wasser kannst du dir dann ja nachher holen. So, da haben wir unseren Bogen und Pfeile. Es ist so cool. Geht es? Hey. Sorry. Ich wusste nicht, dass der so gut ist. Oh je. Damit ist natürlich das Jagd... guck mal, die ganzen... Jawohl, Holzstämme geht jetzt auch. Okay, dann haben wir es sehr gut eingestellt. Sehr, sehr cool. Ach Mensch. Jetzt ist das Jagdgebiet des Steinadlers auch hinfällig. Mist, was braucht man eigentlich für die Küche? Müssen wir Beete anpflanzen, ne? Das ist natürlich uncool. So, das Haferbier werden wir verkaufen. Den Kirschwein werden wir verkaufen. Leinensamen hätten wir. Wir werden den Met... Ne, den Met behalten. Met verkaufe ich nicht. Met verkaufe ich nicht. Haben wir jetzt hier noch Met? Der kann hier rüber. Bohnenschalen, die brauchen wir dann selber. Die packen wir rüber. Wegwartetrank des Heilens. Salz bleibt bei uns. Roggenkorn, Pelz, Met. Die Kupferaxt mit 22 könnte man eigentlich verkaufen, weil die ist dann eh bald durch. Alles, was so unter... 50% ist, könnte man eigentlich verkaufen. Die Bierflasche, ist sie leer? Die ist leer, dann könnte man die... Ne, werden wir auch verkaufen. Ist weg, ist es weg. Dann gehen wir da jetzt rüber.
Nimm ruhig deinen Weg, den wir gemacht haben. Und dann geht's für uns jetzt erstmal rüber. Oh, ich bin happy. Wollen wir eigentlich mal den Weg laufen, den der eigentlich gedacht hat, hier lang? Und dann hier hoch? Vielleicht findet man da irgendwas. Ist es so am Wegesrand? Wie viel haben wir denn jetzt geladen? Sehen wir das hier gerade? So Tag 5? Nö, da ist nichts. Wie sehen wir hier aus? 33. Dann können wir noch 22 Kilo tragen. Dann können wir trotzdem noch gut laufen. Laufen wir jetzt mal über die Brücke. Dann sehen wir auch mal so ein bisschen auf unser... auf unsere Anfänge. Oh, guck mal, so langsam. Wie sie durch die Bäume schallen und weiden, wollte ich gerade sagen. Wie sie durch die Bäume weinen. Da hinten das Materiallager, der Brunnen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Mal gucken, ob wir jetzt noch was finden. Wildschwein. Natürlich ungünstig. Hier haben wir noch eine Brücke. Da müssen wir natürlich gucken, ob hier nicht eventuell was liegt. Das sieht gerade nicht so aus. Ich bin so froh, wenn wir dann die Brücken bauen können. Aber da müssen wir jetzt dann noch ein bisschen warten, bis wir unsere ersten Brücken setzen können. Da brauchen wir nämlich einiges an Punkten. Aber das werden wir alles sehen. Da freue ich mich drauf. Wir haben ja auch gerade erst angefangen, ne? So, Kaninchen. Guck mal, der schöne Stein, ey. Der ist auch super. Einfach dahingesetzt. Ich glaube aber nicht, dass der von Menschenhand dahingesetzt worden ist. Guck mal, da hinten, da drüben haben wir noch ein Häuschen. Und da gehen wir noch schnell hin. Da gucken wir ruhig mal nach, was es da noch gibt. Hier ist auch Seeadler. Dann sind sie jetzt hierher gezogen. Da muss ich mir nicht so ganz große Gedanken machen. Dass sie bei uns jetzt gerade ausgestorben scheinen. Der eine Seeadler, den wir hatten. Da ist Kaninchen. Jojojo. Ach, du bist eine Liebe. So, dann gucken wir mal, was da in den Häuschen noch so ist. Mach ruhig. Alles gut. Du musst nicht so hetzen. Ich triez dich schon wieder. Es tut mir leid. So. Gucken, was hier zu finden. Wir haben schon mal den ersten Sack. Tierfutter. Nehmen wir uns natürlich... Nee, andersrum. Das nehmen wir uns natürlich mit. Da ist noch ein Fass. Mal wieder Geld drin, ne? Wir haben jetzt richtig gut Geld. Oh, nehmen wir natürlich mit. Wir das Seil haben? Nee. Kommen wir da hoch? Kommst du da hoch? Auch wenn du dich bückst, kommst du auch hoch, ne? Sehr gut. Nur nicht den Kopf stoßen. Eine Bronze ist sicher, aber die können wir verkaufen. Flachs nehmen wir mit rüber. Wir müssen natürlich nur gucken, dass hier nicht noch irgendwas steckt oder so. Da ist eine Truhe. Wollgarn, Stärkedrank. Okay, müssen wir mal gucken, was der kann. Der Stärkedrank, der ist ja dann hier. Mehr Schaden machen wir dann. Okay, der ist natürlich nicht schlecht. Mehr Schaden ist immer gut. Vor allen Dingen, wenn du gegen die Wiesens kämpfst. Die werden wir aber brauchen. Dann haben wir hier eine Steinaxt. Da ist noch eine Bierflasche. Hier. Einfach mal wieder 50 Münzen. Ich glaube, dann haben wir hier alles. Oder ist da noch was? Da, guck mal hier. 150 Münzen. Wie wow. Wie wow vor allen Dingen. Wie cool, wollte ich sagen. So, da waren wir gerade drin. Ist hier noch mehr? Guck mal, hier draußen ist noch ein Fass. Da haben wir Mehl und noch ein Säckchen. Trockenkorn, sehr schön. Hier drüben waren wir auch noch nicht drin, ne? Doch, da waren wir gerade am Anfang. Gut, dann haben wir das auch. So, dann geht's zurück. Kommt man da jetzt rüber? Ja, ist ja gut. Schreien sie gleich, wenn sie mich sehen. Ist ja Wahnsinn. Müssen wir nur gucken, dass wir jetzt hier irgendwie noch rüberkommen. Entschuldigung. Boah, ich hab gedacht, mich greift gerade was an. Ist ein Weg. Und dann gehen wir schwimmen. Ich denke mal, wir stinken eh gerade schon wieder fast.
Dann passt das. So, Federn haben wir jetzt natürlich 102. Guck mal hier. So, weg sind sie, die Hechte. Nicht gut. Hat ein bisschen fischig geschmeckt, ne? Ja, ja, kann sein. So, dann pack den mal weg. Den brauchst du jetzt erstmal nicht. Den brauchst du auch nicht. So. Am Anschlagtafel hängt nichts dran. Dann gehen wir jetzt mal kurz gucken, wo er ist hier. Unser Bederwan. Da steht er doch. How do you do? Elende, schnelles Ende. Ich habe ein paar Federn übrig. Großartig, vielen Dank. Ich hatte schon Sorge, du könntest ein weiteres Opfer sein. Diese Jugend heutzutage. Hoffen wir, dass sie ihre Lektion gelernt haben. Bitte schön. Verwaltung der Dorfbewohner, Management. Um eine florierende Dorfgemeinschaft aufrechtzuerhalten, müssen alle etwas beisteuern. Deine Dorfbewohner können eine Arbeit übernehmen, indem sie... Okay, das kommt jetzt. Das wissen wir doch schon. So. Du, pass auf, da du gerade hier oben stehst. Ich habe da so ein bisschen was zu verkaufen. Dreimal Haferbier. Den Kirschwein. Den Stärketrank auf keinen Fall. Den Trinktrank. Was macht der gegen geringer Winterverbrauch? Habe ich gerade gelesen. Wasserverbrauch brauchen wir nicht. Weizenbier kannst du haben. Ey, das gibt... Guck mal, 1380. Leute, ich glaube, wir kaufen uns den großen Dings gleich noch. Da ist noch die Bierflasche. Ja, die kommen, die verkaufen wir auch gleich noch. Mehl und so weiter. Wolgan haben wir gefunden. Ich müsste nur gucken. Wir brauchten da irgendeinen Garn, ne? Für unseren Bogen. Sieht es eigentlich ganz gut aus. Wir haben hier einen Bogen. Eine merkwürdige Haltbarkeit. Die Sichel kann weg. Die Kupferaxt kann weg. Die Steinaxt hier kann auch weg. So, haben wir dann jetzt noch irgendwas? Nee. So, hast du Garn oder sowas? Astrolabium. Bernsteinfigur. Okay, was er nicht alles hat. Trocknete Feigen. Guck mal kurz durch. Ich brauche dieses Garn. Whatever you need, goodbye. Ich bin vielleicht eher, dass sie das hat. Hi, hast du Garn für uns? Ich werde auf jeden Fall den Rucksack jetzt verkaufen. So, der ist weg und wir kaufen uns den großen für 1,1. Bestätigen. So, jetzt haben wir den gekauft, dann haben wir noch 500 Münzen. Säckchen. Gurgel. Hast du eventuell das, was ich suche? Ich brauche halt den Garn, ne? So, wir können jetzt tragen... 55 Kilo? Hä? Day. Haben wir den nicht vorher auch tragen können? Diplomatie haben wir jetzt, was? Ludmilla? Oh, was hast du denn für mich? Du bist die Kräuterhexe hier, ne? Ludmilla, die Kräuterhexe. Du hast aber auch den Garn nicht. Never... See you soon. Du, das tut mir gerade leid, aber ich muss jetzt kurz mal gucken, ob wir den Garn nicht hier irgendwo finden. Da hätten wir Essen, aber das, da brauchen wir uns nicht mehr drum kümmern. Have a nice day. Vielleicht hat der aber Seeds, weißt du, dass wir Kohl vielleicht anbauen können. Das wäre natürlich noch cool. Wenn man mit Milch, saure Milch, Eintopf, der hat nur Essen. And have a nice day. Danke dir. How do you do? Hast du? Du könntest doch derjenige welche sein, oder? Dung? Dünger. Dünger bräuchte man dann auch, aber wenn man jetzt, wenn der Kohlsamen hat, würde ich Kohl bei ihm kaufen. Hopfen, Karotten, Samen. Winter oder Frühjahr. Ich brauche was für den Sommer. Weil das Frühjahr ist ja jetzt bald durch, ne? Ein Kirschsetzling wäre schon geil. So, den ersten Kirschbaum, aber da muss ich gucken, wie ich da hinkomme. Frühjahr und Sommer gepflanzt werden, da haben wir es doch. Pass mal auf, dann gib mir mal 15? Gib mir mal 15 Kohlsamen und dann brauche ich 15 mal Dünger von dir. So, aber den Garn hat er trotzdem nicht, ne? Leinengarn, da ist er. Gib mir davon auch mal... Ich habe doch einen Bogen.
Ich will trotzdem nochmal zwei mitnehmen. Ist zwar jetzt teuer, aber hey, was wir haben, haben wir. Und Leinensamen hast du ja auch. Und wir könnten ja Leim herstellen. Das könnten wir auch nochmal nur im Frühling. Oh, okay. Kann mit Hilfe eines Säckchens im Frühling auf Felder gesät werden. Wants to see my wear? Take care. Ich danke dir. Ich habe alles gesehen, mein Großer. Dann haben wir das doch. Ja, dann würde ich sagen. Sieh mal. Komm, dann gehen wir heute einfach nochmal nach Hause, bringen die Kohle aus. Und morgen machen wir dann die Mission nochmal mit den Crew-Kriminellen. Ich denke mal, das ist besser. Und wir müssen noch ein Häuschen bauen für die Nächsten. Ich möchte definitiv, Diplomatie haben wir jetzt was bekommen. Das ist natürlich gar nicht schlecht. Diplomatiekenntnisse, wir kriegen auf jeden Fall mehr Erfahrung. Diplomat, 20% mehr Reputation. Und Romeo, mehr Zuneigungspunkte bei der Angebeteten. Ich nehme den Diplomaten, weil wir haben es nicht so eilig mit unserer Gattin. Wir sind ja gerade mal 18. Ich würde nur gerne gucken, wie viel... Wir haben jetzt 525, 3 Bevölkerung, Essen ist 60, Wasser ist 60, Holzbedarf haben wir viel. Gebäude 6, Arbeiter 2, Lager, Steuerschulden haben wir gerade keine. Komm, dann gehen wir los jetzt. Entschuldigung, Großer. Ich dreh's ihn wieder, den armen Kerl. Aber ich würde auf jeden Fall... Wird da oben schon reingeguckt? Ja, das war das mit dem Keller, ne? Genau, ich erinnere mich jetzt. Dann geht's für uns jetzt nach Hause. Wir müssen auf jeden Fall nochmal ein Haus bauen. Oh, was haben wir denn hier? Immer die Augen aufhalten. Eisenpfeile. Säckchen. Dann haben wir nochmal 76 Münzen. Nehmen ruhig alle mit. Und hier haben wir nochmal Roggenkorn oder Roggen. Gut. Wie spät haben wir es denn jetzt aktuell? 16 Uhr, fast 17 Uhr. Dann kriegt man das aber noch ausgebracht. Ich würde jetzt gucken, dass wir irgendwo... Müssen wir nur gucken, wo wir den Kohl jetzt anbauen. Ist jetzt die Frage, ne? Den Kohl jetzt in das Haus zu bauen, ist jetzt ein bisschen schwierig und ein bisschen komisch. Aber wir könnten es vielleicht trotzdem erstmal machen. Bräuchte ich aber eine Hake. Und eine Hacke habe ich, glaube ich, ne? So, unser Weg. Sehr, sehr schön. Ja, ich musste jetzt ein bisschen driezen, Großer. Da musste jetzt mal durch, weil... Wir brauchen... definitiv noch ein bisschen Licht hier für den Kohlanbau. Ich überlege gerade, ob ich bei denen hier neben dem Haus hier hinten Kohl anpflanzen soll. Warum eigentlich nicht, oder? Guck mal her, wir gucken mal in Sachen Feldern. Da müssen wir in die Landwirtschaft. Felder. Jetzt so. Oh, okay. Ach, ich habe nach der Ausrichtung nicht geguckt. Gut, das ist jetzt aber nicht schlimm. Dann sind die ein bisschen schräger. Mich stört das per se gar nicht. Ich würde es jetzt so machen. 1, 2, 3, 4, 5. Da blockiert irgendwas. Ah, okay, das ist das Haus. Kurzen Moment mal bitte. Dann mache ich es jetzt so. Da unten steht es ja. Habe ich noch eins hin, dann hätte ich hier 15. Okay, dann hätte ich hier 10. Ja, aber die bauen wir jetzt kurz auf. Komm mal her. So, und jetzt brauchen wir natürlich noch eine Hake. Eine Harke. Eine Holzhacke, ein Stamm und ein Stock. Hi, ich mache euch Kohl. Guck mal her, den nehme ich mir jetzt da raus.
Ein Stamm und ein Stock, dann kriegen wir das auf jeden Fall noch eingesetzt. Nett. Ist hier jetzt kein für mich? Kann ja nicht wahr sein. Ah, das gefällt mir so gut hier. Ach, das Licht, wie es angeht, herrlich. So, hast du für mich einen Holzstamm? Oh, 11 Stämme. Sehr gut. Ey, das funktioniert. So, die Federn können rüber. Der Flachs kann rüber. Die Kohlsamen brauchen wir jetzt gleich. Der Leinengarn kann schon mal rüber. Das Mehl später. Pelz geht rüber. Roggen können wir rüberpacken. Erstmal Roggenkorn. Werden wir jetzt nicht ausbringen. Die Stöcke können rüber. Nee. Brauchst die Hacke gleich noch. Mach dir bitte erstmal die Hacke. Nimm dir nochmal 3 Stöcke bitte raus. So. Das will ich mit euch auf jeden Fall jetzt noch ausbringen. Dann machen wir heute ein bisschen länger. Ist jetzt nicht schlimm. Die Zeit haben wir. So, das Tierfutter geht auf jeden Fall hier rüber. Haben wir jetzt schon mal genug drin. Wollgarn haben wir auch jetzt hier drüben drin. Dünger, Kohlsamen und den anderen Garn brauchen wir. Säckchen habe ich, glaube ich, auch noch. Dann bringen wir jetzt die 10 aus. Dann haben die so einen kleinen Gartenanteil hier hinten drin. So, pass auf, dann nimm mal die Hacke. Was denn jetzt? Die Holzhacke und setz sie mal auf die 7. Läuft so rüber. So. Dann brauchen wir ein Säckchen. Das sollten wir aber einstecken haben. Hier ist es. Auf die 8. So, dann brauchen wir Dünger. Wir müssen erst düngen, ne? Oh, ist das gut. Ich liebe es. Die Anfänge hier in dem Spiel, es ist so toll. Nahrungsmittellager, sehr, sehr schön. Das ist auch wichtig. Da müssen wir uns dann auch jetzt demnächst bald richtig drum kümmern. Du hast sie jetzt alle? Ja, na klar, ne? So, jetzt müssen wir einfach nochmal die Hacke in die Hand nehmen. Dann ist das nämlich jetzt erstmal gedüngt. Na? Und dann können wir den Kohl ausbringen. So. Und das Säckchen. Und dann haben wir einmal Kohlsamen. Steht natürlich auch dabei. Frühling, Sommer, Sommer, Herbst. Alles klar. Saatgut wird zum Gemüse und Feld eingesammelt, kann mit Hilfe des Säckchens im Frühjahr oder Sommer gepflanzt werden. Alles klar. Dann haben wir zum... Die Scheune haben wir jetzt auch. Wahnsinn. So, dann haben wir das, ne? Dann würde ich jetzt aber trotzdem nochmal bei mir dann hinten auch nochmal ein Feld anlegen. Was ist los? Ist ja warm. Es wird Sommer langsam, ne? Würde ich fast gucken, ob wir uns hier nicht auch nochmal 5 hinbauen. Komm her, jetzt wollen wir es einmal haben. Jetzt sind wir einfach einmal dran. Jetzt machen wir hier noch die 5. Zwei, drei. So. Drei.
So, dann nehmen wir noch unser Säckchen jetzt in die Hand, machen da nochmal den Dünger rein. Dann haben wir hinter unserem Haus auf jeden Fall jetzt auch erstmal Kohl. Und morgen werden wir uns dann auf jeden Fall darum kümmern, dass wir jetzt das nächste Haus anfangen. Die Scheune, da würde ich mir jetzt sogar nochmal Zeit lassen, Feldschuppen. Den brauchen wir dann, glaube ich, auch für... Nee, nicht den Hammer. Für, wie Dünger habe ich den gekauft? Ach komm. Gut, aber ich glaube, es kriegt hin. Wir haben jetzt, wie viel Samen haben wir jetzt noch einstecken? Was sind das? 5 Kohlsamen. Ich weiß nicht, warum ich so viel Dünger gekauft habe. War. Ich war eigentlich der Meinung, ich habe 15 gekauft. Gut, dann waren es bestimmt dann doch 16. So. Sehr, sehr schön. Dann sind wir am Ende angekommen. Packt die Axt ruhig weg. Trinkt noch einen Schluck. Und dann geht's in die Koje. Da haben wir heute viel erreicht. Sehr, sehr cool. Ich danke fürs Zuschauen. Bis morgen. Tschüss.